Und das geht nicht so lange. Okay. So. Sandra, du bist die Letzte, du müsstest dann auch langsam zum Ende kommen. 19. So, und Schluss, bitte abgeben. Das war's, wir sehen uns morgen. Schönen Tag dir, Sandra. Ich mach Feierabend. Naja, wird schon geklappt haben. Ich soll es abgeben, der haut einfach ab, macht Feierabend. Macht Spaß. Der Ranzen. Endlich ist der Test zu Ende. Endlich habe ich hinter mir. Steht ja wieder da, offiziell Musikvideo. Mit den Girls, wie lief es bei euch? Schnell noch reden und dann weg von hier. Habt ihr bei B auch 100 drauf? Ja. Vom A gleich minus 2, schon klar. Habt ihr bei C auch 17 raus? Ey, was los, sag bitte doch mal ja. Und dann seh ich diese Blicke. Und ich denke mir so, fuck, oh nein. Ich hab wieder alles völlig versaut. Ey, das kann doch jetzt nicht wirklich sein. Doch. Zu Hause gibt es keinen Applaus. Das wird bestimmt eine 6. Das bedeutet tschüss, finito, goodbye. Und dann brüll ich raus. Boah, ey, fuck, ich hab den Test verkackt. Hab wieder mal versagt. Oh Mann. Ein Satz mit X, ich hab den Test verkackt. Ein Satz mit X, ich hab den... Ja. Schon wieder nichts geklappt. Ich hab mich super konzentriert. Hab extra noch zu Lisa rüber geschaut. Ich habe ihr so sehr vertraut. Zu Hause gibt es. Aha, also war es nicht mal deine Schuld, dass du alles falsch hast. Bestimmt eine 6. Naja, zum bisschen schon. Hier gleich echten Hals. Sogar mein Spicker war falsch. 5 plus 2, 8. Der nächste wird gut. Doch den von grad eben, den hab ich echt verkackt. So komplett verkackt. Hab wieder mal versagt. Ein Satz mit X, ich hab den Test verkackt. Verkackt. Schon wieder nichts geklappt. Okay. Ich frage mich eigentlich, wenn du so einen Lehrer denselben Test hinlegst, ob der den auch verkacken würde. Weil um den zu korrigieren, haben die ja ihre Lösung da liegen.